Die legendäre Mainzer Aufstellung, die 2010 die Bundesliga aufmischte. Nach 5 Siegen zum Bundesligastart ging es für Thomas Tuchel und sein junges Team am 25. September 2010 in die Allianz Arena zu den Bayern. Das Ziel? Der erste Sieg in München in der Mainzer Bundesliga-Geschichte. Tuchel setzte dabei auf diese Elf. Im Tor Christian Wettklo. Davor in der Abwehr Nico Bungert, Bo Svensson, Nicolce Noweski und Christian Fuchs. Im Mittelfeld eine Raute. Vor der Abwehr spielte Eugen Polanski. Davor Marco Caligiuri und Miroslav Kahan. Auf der 10 Louis Holtby. Die beiden Spitzen Adam Scholloy und Sami Alagui. Und die Bruchweg Boys schocken den Rekordmeister. Das Team von Louis van Gaal verliert mit 1:2. Alagui und Scholloy machen den 6. Mainzer Sieg im 6. Spiel perfekt. Die Tabellenführung bleibt für Tuchel und Co. zwar nur eine Momentaufnahme, doch eben eine der schönsten der gesamten Vereinsgeschichte.